Die Katze ist aus dem Sack. Diablo 3 Add-on angekündigt. Reaper of Souls, für euch wahrscheinlich keine Neuigkeit mehr. Bei uns ist es jetzt genau eine Minute mehr oder weniger her, als dass wir die Bilder zum neuen Diablo 3 Add-on gesehen haben. Es sieht extrem düster aus. Es gibt neue, ich sag mal, Reglements bezüglich der Paragon-Level. Es gibt ein Level-Cap von 70, also massig neue Sachen. Mel, wie hat es dir gefallen? Pressekonferenz. Wohl auch für mich auf jeden Fall das erste Mal bei einer riesen Spiele-Pressekonferenz mit am Start. Bei dir denke ich mal auch. Ja, war für mich auch das erste Mal. Du klingst jetzt so euphorisch, deswegen will ich da eigentlich gar nicht jetzt gegen angehen. Also ich fand das Add-on, darf ich das so sagen, mal so lala, ganz nett. Werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Ist halt ein Diablo-Add-on, das haben sie gezeigt, einen neuen Akt, einen neuen Charakter, ein bisschen Looting, ein bisschen andere Feature, also im Prinzip Lord of Destruction für Diablo 3. Ja, ganz nett, mehr will ich da eigentlich, kann ich da so spontan gar nicht so sagen. Ich hoffe, du kannst da ein bisschen mehr auf die Hype-Train setzen. Du bist ja ein größerer Fan als ich. Das Ding ist halt immer, was erwartet man bei einem Diablo 3 Add-on? Ne? Also das heißt, ich kann da ja nicht irgendwie plötzlich erwarten, dass ich auf einem Einhorn durch die Gegend reite und Glitzerkristalle einsammle. Ne? Also das heißt, das Diablo-Gameplay ist mehr oder weniger fest verankert, ne? Und da darf man auch auf keinen Fall aufreißen. Und Blizzard hat definitiv meiner Meinung nach auf die Kritik gehört aus der Community. A, das Spiel bzw. das Add-on jetzt ist deutlich düsterer. Ne? Also man hat gerade das ganze Thema Reaper of Souls, der Bösewicht, extrem dunkel alles, extrem spooky. Die Kathedrale, die man gesehen hat, die Friedhöfe und so weiter und so fort. Das ganze Setting sehr, sehr dunkel. Also für Diablo-Core-Fans genau das Richtige. Dann haben sie diese Loot-Geschichte komplett über den Haufen geworfen. Momentan ist es ja so, dass man irgendwie aus einer Passage mit 500 Items rausgeht und davon genau gar nichts verwenden kann. Und jetzt haben sie ja Loot 2.0 angekündigt. Bedeutet im Einzelfall, dass einfach weniger droppt, dafür halt qualitativ hochwertiger. Und wenn dann mal was qualitativ hochwertiges droppt, hat man mit den neuen Berufen die Chance, verschiedene Boni dann auch noch quasi umzuschmieden. Also es ist schon sehr, 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 sehr hart auf die Community-Kritik gehört worden, meiner Meinung nach. Und das ist alles positiv zu sehen. Bisher konnte ich echt noch nichts Negatives an diesem Add-on irgendwie abgewinnen. Ja, was ich da noch gerade cool finde, wo du sagst, mit dem Blut und so alles umgeworfen, klingt für mich erstmal alles so, als ob man es auch patchen könnte. Aber was ich ziemlich cool fand, sind diese, ich glaube, die hießen Loot-Runs oder ich weiß nicht mehr genau, wo halt komplett zufällig Level erstellt werden, die so 15 bis 20 Minuten lang sind. Zufällige Monster, zufälliger Loot, zufällige Bosses. Und das finde ich halt ganz cool, weil es halt nicht immer dieses ewige Wahlschlachten oder wen auch immer, sondern immer mal was Neues machen kann und so auf Endgame kompeln, da ist, der auf Dauer Spaß macht. Auf jeden Fall eine coole Idee und vielleicht wird es ja das, was ich von Diablo 3 gehofft habe, quasi Diablo 2 im neuen Gewand und mit dem gleichen Spaß. Ich glaube, sie geht schon den richtigen Weg, das hast du ganz gut erkannt. Also und natürlich die Anfangssequenz, die gezeigt wurde, die war wieder super episch. Und ich werde auch wieder Spaß haben und ich hoffe mal, ich werde am Ende glücklicher drüber sein, als bei Diablo 3 der Fall war. Jetzt ist halt die Frage, wie lange es fesselt. Ne? Also ich persönlich zocke Diablo 3 ab und zu mal zwischendurch, aber so richtig fesseln tut mich das nicht. Jetzt mit den neuen Paragon-Leveln quasi, dass das eine nicht endende Spirale ist, so haben sie es mehr oder weniger angekündigt, kannst du deinen Charakter natürlich auch noch viel, viel krasser formen als bisher. Das heißt, du kannst deine Stats verteilen, entweder direkt irgendwelche Attribute verändern, die den Kampf angehen, oder Attribute verändern, die sowas wie Magic Find etc. angehen. Also das haben sie ja alles auf der Pressekonferenz angekündigt. Was mir persönlich so ein bisschen gefehlt hat, war innerhalb der Pressekonferenz so diese Mega-Hype-Stimmung, die war nicht so da. Ne? Wenn man das von der BlizzCon kennt, da sind die Leute fast am Ausrasten und teilweise haben die Leute noch nicht mal mehr geklatscht, so nach dem Motto, ja, ja, ist halt, wie du gerade schon sagtest, einfach nur Lords of Destruction jetzt in einem neuen Zeitalter und nichts Besonderes mehr. Aber die Frage ist, was soll man bringen? Sie haben halt auch die neue Klasse gebracht, den Crusader, / Paladin, also es ist ja quasi genau das, was man aus dem vorigen Teil kennt. Ne? Also das heißt, halb Melee, halb Ranged irgendwie, ne, mit ein bisschen heilig dabei etc. Also mir hat das Ganze ganz gut gefallen und ich freue mich auf den Release. Zum Release haben sie allerdings noch gar nichts gesagt. Ich denke, da werden wir auf der BlizzCon dann mehr erfahren. Ja, kann ich nicht viel sagen. Außer, dass der Crusader dann bitte auch Dawn als Fähigkeit haben muss, weil sonst spiele ich den nicht. Ja, das muss natürlich sein. Ja, wir sind hier gerade am Blizzard-Stand. Wir hoffen, es ist im Hintergrund nicht allzu laut. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Atmosphäre mit auffangen. Die Leute sind jetzt hier kräftig am Andaddeln. Man kann denen natürlich dabei auch zuschauen. Ob sich lohnt, das Diablo 3 Add-on anzuspielen, ist meiner Meinung nach fragwürdig. Wenn man einen kleinen Tipp geben darf, spart euch die Zeit, wenn ihr mich fragt.
guckt euch lieber was an, was komplett neu ist. Ich denke, dass Diablo 3 sich quasi spielt wie Diablo 3, halt mit einem bisschen angepassten neuen Level und eventuell einer Klasse, die ein bisschen was anderes kann. Aber meiner Meinung nach reichen da Videos. Guckt euch lieber Sachen an, die komplett neu sind und spart euch die Zeit, denn die Warteschlangen sind sehr, sehr lang.